Das Weltall, unendliche Weiten, Milliarden von Sternen und Planeten. Jedoch einer davon ist einzigartig. Die Erde. Nur hier konnte sich über Jahrmillionen intelligentes Leben entwickeln. Auf der ganzen Erde? Nein. Ein kleines Dorf leistet vehement Widerstand. Aber das ist eine andere Geschichte. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Universum. Mein Name ist Martin Neid und heute widmen wir uns einem ganz besonderen Vertreter der Gattung Mensch, dem Oberstdorfer. Entschuldigen Sie, das war jetzt das falsche Bild. Entschuldigen Sie noch einmal. Der Oberstdorfer ist ein äußerst facettenreicher und vielseitiger Zeitgenosse. Doch wie kam es dazu? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ins Jahr 10.000 vor Christus reisen. Des Oberstdorfers differenzierten sich zwei grundlegende Verhaltensweisen. Während der eine seiner handwerklichen Begabung folgte, um erste primitive Werkzeuge herzustellen, genügte es anderen, das bunte Stammestreiben aus sicherer Entfernung zu beobachten. Die rudimentäre Kommunikation übersetzen wir für Sie jetzt spontan. In Höhle fahrt, ich schaun Hauptstraße. Wisch, 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 wisch nur, wisch, wisch, wisch. Viel Schmutz hier, nur ich machen rein. Morgen kommt Müllebner Leus. Großer Jäger mit Mammutleberkäse und vielen Neuigkeiten. Großer Stammeshäuptling, habe Rat erfunden. In Pfösinger Alpen brauchen kein Rad, habe Kuh von Gottl zum Reiten. Verschwinde! Ja, aller Anfang ist schwer und wie wir soeben gesehen haben, war auch die Geburtsstunde des Fußballs steinig und schmerzhaft. Entschuldigen Sie, hallo? Was? Ja, ich bin auf Sendung. Was brauchen wir? Butter? Ja, ich nehme eine mit und nichts mehr. Butter, ja, ja, bitte gut. Entschuldigen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, in den darauffolgenden Jahrhunderten
entwickelte sich das Volk der Oberstdörfer zu einer blühenden Hochkultur und der Ort selbst wurde zu einem wichtigen Außenposten des römischen Weltreiches, genauer gesagt des Distriktus Austriae Controlatos, kurz DAC. Werfen wir nun einen Blick in das Alltagsleben des antiken Oberstdorf. Die Spatzen von den Dächern? Wir haben dieses Jahr den Kalender erfunden. Und sozusagen den heurigen Kalender. Hört, 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 hört. Außerdem möchte sich der Gladiator zweiter Klasse Gerlus Kinderlix, im Volksmund auch Treffenix genannt, einen fixen Stammplatz in der Arena sichern. Daher will er den besten Gladiator-Ausbildner aufsuchen und kann die Pforten seiner Schenke nur alle 2 Monate öffnen. Das ist aber schade. Nun denn, wie heißt dieser Gladiator-Ausbildner? Diewald. Wie Wald? Das heißt der Wald. Nun denn, was hast du sonst noch für Neuigkeiten für mich? Ich mache mir Sorgen um unseren Nachbarn aus Pillisdorf. Sie graben Erdlöcher in die Hügellandschaft und betrinken sich darin. Das Ganze nennen sie Frühschoppen in der Kellergasse. Das klingt verstörend. Interessant. Das werde ich mir nächstes Wochenende genauer ansehen. Zum Glück haben wir jetzt einen Kalender. Hinfort mit dir. Vielen Dank. Jawohl. So dreckig sind unsere Straßen. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Schaut nicht nur neugierig aus dem Fenster, sondern packt mit an. Die Neugierde ist die Mutter aller Weisheit. Ja, ja. Und alle Wege führen nach Rom. Aber nur ich halt sauber. Und
Aus dem primitiven Zeitvertreib des Hühnerweittretens wurde im Lauf der Zeit der Volkssport Fußball. Auch die Oberstdörfer konnten dem Reiz des runden Leders nicht widerstehen und so kam es 1963 zur Gründung des SC Union Oberstdorf-Billigsdorf. Einer der Gründer und erster Obmann war Direktor Karl Maurer. Sehen wir uns hierzu wieder Archivmaterial an. Gut, da habe ich jetzt den falschen Knopf gedrückt, also den fürs Vorspülen, oder Vorspulen, glaube ich, heißt das. Na gut, dann tun wir wieder retour. Aber jetzt sollte ich. Ah, nur ich mach sauber. Hallo, mein Guter. Du schaust mir sehr geschickt aus mit deinem Besen. Ich gründe einen Fußballverein. Magst du nicht bei mir das Tor sauber halten? Nach dem Training gibt's auch einen Spritzer. Super, freut mich. Der Sportplatz ist dort hinten. So, jetzt brauche ich noch jemanden, der alles im Überblick hat. Hey, aufwachen! Ich habe einen Job für dich. So, bitteschön. Und immer merken, um 5 gibt's 6. In den Anfangsjahren des SC Union Oberstdorf-Billigsdorf gab es einige Höhepunkte zu feiern. So wurde zum Beispiel 1978 der erste Meistertitel errungen und der Aufstieg in die erste Klasse gefeiert. Danach kam es Anfang der 80er Jahre zu einem entscheidenden Umbruch in der Vereinsführung. Auch hierzu haben wir für Sie exklusives Videomaterial vorbereitet. Was Gescheiteres machen als immer in der Disco. Woo, abgehen! Also, ich finde das eigentlich super. Aber bitte, was soll das sein? Naja, der SC Oberstdorf-Billigsdorf braucht einen neuen Obmann. Wäre das nicht was für dich? Na gut, dann werde ich dort ein Obmann. So, Burschen, geht's einmal dorthin! Das tue ich mir nicht lang auf. Wir sind ja der dümmste Verein. Und aus Land des
tue ich mir nicht lang an, wurden 30 Jahre Obmannschaft. 2009 wurde die Renovierung der Vereinsgebäude fertiggestellt und 2011 das neu angelegte Spielfeld mit einem Spiel gegen den zweiten großen blau-gelben Verein Österreichs, den First Wiener Football Club, feierlich eingeweiht. 2012 folgte Stefan Fischer als Obmann nach. Und da der letzte große Erfolg der Kampfmannschaft schon lange zurücklag, wurde 2018 die Damenmannschaft neu gegründet, da diese in den 80er Jahren sportlicher Ebene damit verabschiede ich mich von Ihnen. Sie wissen, ich muss der Frau leider noch ein Butter kaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend am Sportlerball und dem SC Union Oberstdorf Billigsdorf viel Erfolg in der Zukunft, sowohl sportlich als auch in der Kameradschaft und Freundschaft aller Mitwirkenden. Es lebe der SC Union Oberstdorf Billigsdorf. Gute Nacht. Für die vielen Applaus, vielen lieben Dank. Wir haben es wieder was angetan und ich hoffe, ich hat euch gefallen. Wir werden jetzt, damit es nicht fad ist beim Opa, werden wir euch noch ein paar Hopperlas zeigen, was beim Ganzen passiert ist. Danke! Und wichtig noch danach, nach der Mitmachanlage, kennt ihr euch unten die Tombola breiter abholen im Musikraum. Das wird dann noch so. Und Autogramme auch vielleicht. Danke! Hallo? Ich meine nicht bei der ganzen Truppe, die das einstudiert hat. Sie haben mehrere Tage geübt, geprobt, das Drehbuch erstellt. Ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben das wirklich toll gemacht und ich bin schon gespannt, was Sie nächstes Jahr überlegen, weil Sie werden von Jahr zu Jahr besser. Ein herzliches Dankeschön und nochmal einen großen Applaus für unsere Mitternachtseinlagegruppe. Wir sind der dümmste Verein, zitiert, er hat ihm gesagt, ja, und es war damals berechtigt, es ist ein bisschen was vorgefallen, der Mann hat sich fürchterlich geärgert, aber für 30 Jahre Obmann und den Verein 30 Jahre zu führen, da gehört sehr viel Kraft dazu, sehr viel Engagement dazu, und was ich noch sagen muss, ich habe nachher noch einmal im Verein übernommen, und normalerweise loszulassen und dem anderen nachher das Ganze zu übergeben, zeigt auch die Größe von Mane, weil er hat sich nie eingemischt, wenn ich was cool gehabt habe oder sonst was, aber ich durfte ihn jedes Mal anrufen und in den ersten Jahren, wir haben ihn sehr oft angerufen und er ist mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und Mane wird für die 30 Jahre und auch für die Unterstützung für mich ein herzliches Dankeschön und ich glaube, der Mane hat jetzt einen großen Applaus verdient.
Aller Anfang ist schwer, das war aber jetzt nichts. Nicht du? Nicht, der hat erst losgesagt, dann bist du schon. Also, nein, wenn ja. Ich lossage, hast du nur, dass die Kamera redet. Ja, also ich schalte jetzt ein und schau. Warte mal, den muss ich die Zahlen finden. Aller Anfang ist schwer. Und wie wir soeben gesehen haben, war auch die Geburtsstunde des Fußballs steinig und schmerzhaft. Hallo? Ja, ich bin auf Sendung. Was? Abuta? Ja, bitte, ja. Abuta, ich weiß schon, vierte Papa. Entschuldigen Sie. In den darauffolgenden, na, soll ich sagen, das war meine Frau, das müssen wir eh nochmal machen. Ja, mit der Frau schimpfen kann ich nicht mehr. Das ist krass. Ich hab die Zeit nicht gefunden, wie es weitergeht. Da jetzt. Aber ist der Herr auch super, weil du alles, was du jetzt machst, hast du, oder? Uns wird mit der Film ausgehen. Also fangen wir nochmal an, ne? Ja, dann sind wir ja fertig. In den Anfangsjahren des SC Union Oberstdorf-Billigsdorf gab es einige Höhepunkte zu feiern. Scheiße. Ja. Und aus Nahtes. Scheiße. Also noch einmal, ja. Da der letzte große Erfolg der Kampfmannschaft, uje, schon lange zurückliegt, können wir nochmal anfangen. Ich will nur zweimal in Wimpe zeigen. So, retour. Meine einzige Sorge, ob ich in Wimpe hochgehalten habe. Nicht, dass der einfach. Hühner weit treten. Es gibt so ein Gummihändl, was auf der Bühne ist und das schießt dann weg. Pff, furchtbar. Da Tierschützer dort sind. Aus dem primitiven Zeitvertreib. Naja, gut, ich meine. Ich hole das letzte aus. So konzentriert war ich überhaupt noch nicht. Das neu angelegte Spielfeld mit einem Spiel gegen die Wiener eingeleitet. Ich meine, das ist schon wieder vergessen worden. Ne? Naja, bitte das. Naja, bitte. Bald war in Höchstform. Ja. Einmal arbeite ich am Samstag nicht. Schau dir das an, was da anguckt. Nur weil der Sohn Richter wird und nicht die Kanzlei übernimmt. Jetzt kann ich mich da oben nicht mehr lang. Achso, das ist eine Entscheidung vom obersten Gerichtshof. Die kann man da nicht brauchen. So, ich werde mir diese Unterlagen behalten. Falls das nämlich anders dann gebracht wird, dann muss ich auch. So, aber das darf ich aber nicht aufstehen sonst. Nein, mach du das, sonst.